Ich weiß nicht, wer das war. Warte mal. She's in danger. Then it's also gone. Nein, please. Don't do this. Haha, you are already hacked. Ich bin nicht gehackt. Moment, nee, 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 nee. Du musst da weg, du musst da weg. Ich muss da weg. Bitte, du musst da weg. Hey Leute, was geht? Katja hier bei Spielen-App-Apps und Games. Und Leute, ich bin heute wieder mit Pranken da. Also, ich möchte auf jeden Fall hier jemanden pranken. Und dieser jemand ist der Claudio. Ich verkleide mich heute wieder als Jenna und ich versuche, Claudio zu pranken. Aber, Leute, ich bin vielleicht ein bisschen schlauer. Also, an Tucken. Also, ihr habt ja mitbekommen, dass ich René mal in Adopt Me geprankt habe als Jenna. Hm. Das Ding ist, ich habe meinen Account nicht gewechselt und man konnte auf jeden Fall meinen Benutzernamen sehen und man konnte sehen, dass ihr auf jeden Fall mit mir befreundet ist und alles. Ich habe hier auch so paar kleine Hints auf jeden Fall gelassen. Also, ich habe einen neuen Account erstellt. Na klar, der Name von Jenna ist ja A Girl Jennifer. Das Ding ist, ich konnte es nicht wirklich erstellen, Leute, weil es einfach nur so viele davon gibt, dass ich überhaupt keinen ungefähr ähnlichen Namen einfach nur machen kann. Es ist echt schwierig. Hm. Deswegen heiße ich jetzt einfach nur X Real Jenna X, weil das ist das Einzige, was ich wirklich gefunden habe, was nicht besetzt ist. Ich habe mich jetzt hier schon in Adopt Me als Jenna verkleidet. Der Account ist total richtig neu, aber das Ding ist, ein Hint ist, vielleicht, ich weiß es nicht, ob Claudio in der Lage dazu sein wird. Ich bin nur mit mir befreundet. Also ich glaube nicht in Adopt Me, aber ja, in Adopt Me bin ich auch nur mit mir befreundet. Da sieht ihr mich, da bin ich auf jeden Fall. Aber es ist auch egal. Also das Ding ist, ich weiß auf jeden Fall, dass Claudio jetzt auch Adopt Me aufnimmt. Der wollte sich aber so die ganzen neuen Updates mal abchecken lassen. Ich bin einfach nur in Adopt Me reingegangen, habe gesehen, der ist ein Claudio, der für Claudio ist auf jeden Fall hier und ich dachte mir einfach nur so, das ist ja wunderschön. Also ich bin einfach nur richtig gespannt, ob er mir glaubt. Und dieses Mal werde ich mit dieser komischen Schrift nicht schreiben, weil ich kriege das nicht hin und weil es die ganze Zeit irgendwie so die Schrift blockt. Deswegen, Leute, ich schreibe einfach nur ganz normal. Ich versuche mal auf Englisch zu schreiben, weil das habt ihr mir sehr viel auch so geschrieben, dass Jennifer ist ja eigentlich aus so Amerika quasi und deswegen versuche ich einfach nur auf Englisch zu schreiben. Und auf jeden Fall, let's see. Ich gehe mein Haus verlassen und ich versuche jetzt, da ich ja zu Claudio nicht teleportieren kann, muss ich jetzt ihn einfach nur mal finden. Ich möchte nicht dahin. Ich möchte nicht zu dem. Ach Gott, Leute. Duskboard. Was ist das? Okay, egal. Wir ignorieren einfach nur, dass ich hier Falle habe. Aber auf jeden Fall, ihr seht hier auf jeden Fall, ich bin Real Jennas Haus. Let's go. Und wir versuchen jetzt einfach nur mal Claudio zu finden. Hey Leute, was geht? Claudio hier mit? Niemanden, Freunde. Heute bin ich mal nach langer Zeit wieder mal in der Adopt Me. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich freue. Ihr glaubt es wirklich nicht, wie sehr ich mich freue. Freunde, ihr seht auch, ich bin in meinem Haus und mein Haus sieht immer noch ganz schick aus. Immer noch mit dem Pool. Ich habe mir gedacht, heute werden wir einigen Sachen auf den Grund gehen und schauen, ob es in Adopt Me neue Updates gibt. Schaut mal, Freunde, ich habe meinen Look geändert. Ich finde, ich sehe ziemlich cool aus, oder? Freunde, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das Oberteil erkennt. Also wisst ihr, woher das Oberteil kommt tatsächlich? Das sieht richtig cool aus. Gibt es irgendwas Neues? Es gibt Taxis. Ja, aber gab es Taxis auch nicht schon damals? Hm. Okay, ich habe zwei neue Taxisachen bekommen. Ja, Freunde, Claudio, der Taxifahrer. Ich bin ein Taxifahrer. Warte, warum fährt er denn nicht? Hallo? Ich habe auch Adopt Me so vermisst, Freunde. Seid mir ehrlich, Freunde, vermisst ihr nicht auch Adopt Me? Ich liebe Adopt Me. Freunde, ich sehe schon in der Mitte, gibt es so einige Menschen hier. Oh, cool, hier ist ein Goldzorn, aber den Goldzorn habe ich auch. So, hier ist der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist auch immer noch da. Oh mein Gott, Claudio, da schreibt jemand. Oh mein Gott, Claudio, ich wurde auch wiedererkannt. So, ich schreibe mal in die Chat. Hi. Hi. Freunde, Adopt Me ist einfach echt das coolste Spiel auf der Welt. Ich würde sagen, ich gehe mal wieder zu Trixie und ich statte ihr mal einen Besuch ab, denn die habe ich lange nicht mehr gesehen. Freunde, wir können auch mal schauen, ob ich irgendwelche Tiere hier habe. Habe ich Trixie gesagt? Ich meinte natürlich Nixie, Freunde. Ich sag schon Trixie. So, wir können aber schon auf irgendein Pet zum Nähern machen können. Können wir aber nicht. Freunde, und ich habe ein Diamond Egg. Das wissen ja vielleicht einige nicht. Aber ich habe ein Diamond Egg, weil ich ja so oft eingeloggt habe. Genau, zwei Golden Eggs habe ich auch noch. So, wir schauen jetzt mal. Kann ich irgendein Pet vielleicht zum Nähern machen? Wir können aber schauen. Hi, Nixie, hast du mich vermisst? Na? So, Leute, ich bin jetzt auf der Suche. Ich bin sowas von auf der Suche und ich glaube, es kann sein, dass er irgendwo in der Mitte ist. Irgendwo bei den Pets oder so. Ich versuche jetzt einfach nur mal Claudio mal zu finden. Und dann wird's creepy. Also vielleicht creepy. Vielleicht für ihn nicht wirklich, aber für mich vielleicht schon. Hä? Aber Freunde, der weiße Skelett, und der müsste doch auch ziemlich, ziemlich cool aussehen in der Neon, muss ich sagen. Freunde, ich glaube, es wird wieder Zeit für mich, wieder in der Adopt Me tatsächlich
reinzuschwitzen und Tiere zu nähren zu machen. Wo ist er denn? Wo kann er denn sein? Hm. Vielleicht bei den Haustieren hier, oder? Boah, ich weiß jetzt auch nicht. Nee, leider kann ich... Oh, boah, der tanzende Drache, der wird doch auch ziemlich cool aussehen in Neon. Boah, der würde richtig cool aussehen in Neon. Leute, wo ist der? Wo ist der? Ich verstehe das nicht. Ich weiß einfach noch nicht, wo er ist. Ich muss leider noch ein bisschen weitersuchen. Vielleicht bei dem Pet Shop. Hm. Aber okay, warte mal. Claudio und Pets. Vielleicht ist er hier auf jeden Fall. Woher war das denn jetzt? Hm. Ja, hier auf jeden Fall, genau. Hier die Tür, wo man die Neon-Pets machen kann. Deswegen, es kann auch sein, dass der da vielleicht ist. Und ist er da? Ist er hier? So, aber ja, ich glaube, der Pet. Oh, da ist Claudio. Da ist Claudio. Wir haben ja jemanden, vielleicht. Vielleicht macht diese Person tatsächlich, vielleicht kann diese Person vielleicht ja ein Pet zum Neon machen. So, Freunde, vielleicht sind wir gerade live Zeuge dabei. Claudio, ach nein, die Person kennt mich, glaube ich, aber vielleicht sind wir trotzdem gerade live Zeuge, wie jemand ein Pet zu Neon macht. Claudio, schreibt die Person, ich schreibe mal hi. Hi. Were you waiting for Katja? Nein. Ach, ist das vielleicht die Zuschauerin? No. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt auf Katja warten, ich wollte eigentlich, also ja. Katja kann Film-Videos with you. Warum kann Katja keine Videos mit mir filmen? Natürlich kann sie das. Freunde, ich weiß nicht, wer das von euch... Warte mal. She's in danger. I hacked her. Warte, wie heißt sie? X Real Jenna. X. I'm the real Jenna. Moment. Nee, also keiner meiner Freunde würde so gemeinsam und, oder keiner, vor allem auch keiner der Zuschauer, würde jemand sowas schreiben. Das heißt, es ist auf jeden Fall kein Zuschauer. And you are in gender. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Ja, gut, soll ich jetzt weglaufen? Was soll ich da machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hä, warum kann ich nicht mit Katja aufnehmen? Wieso soll ich nicht mehr mit Katja aufnehmen können? Warten wir mal. I am, ja, gut, das andere ist jetzt zensiert. Ich kann das nicht lesen, warte mal. Ich gucke, ob meine Freunde online sind. Nee, keiner meiner Freunde ist online tatsächlich. Katja ist nicht online. Ihr seht's, Freunde, hier. Katja ist nicht online. Freundinnen, nee, vielleicht gibt es vielleicht jemanden, nee, Real Jenna, das ist tatsächlich nur diese Real Jenna. Hä, aber wie ist mir denn nachgejoint? Hm. Freunde, man kann mir nicht nachjoinen. Das macht mich gerade ein bisschen stutzig. Do you think I can't hack you? Doch, ich glaube es, aber das macht mich ein bisschen stutzig, weil schaut mal, Freunde, man kann mir nicht nachjoinen. Oh mein Gott, Leute, ich hab Angst, ich hab so viel Angst. So, wie kann ich das noch sagen? Freunde, ich weiß, was ich machen soll, was soll ich denn jetzt machen? Then it's all so gone? Nein, please. Don't do this to... I hacked you and you're next. Do this. Hä, Freunde, wie? Ganz ehrlich, es kann nicht sein, dass mich jemand, der sich X Real Jenna X nennt, einfach so ein Adopt Me, er kann mir nicht nachstellen, das ist das Problem, weißt du? Und das Krasse ist, die Person hat mich ja gefunden, das heißt, ich bin ja hier unten gewesen, das kann sie auch gar nicht wissen, weil wie soll denn die Person es wissen, dass ich hier unten bin? Das geht gar nicht. Warte mal, ich schreib mal Katja bei... Haha, you are already hacked. Nein, bin ich... Warte, wie, ich bin gehackt? Nein, Moment mal, ich bin nicht gehackt, Moment, nee. Ich habe doch alle meine Tiere, warte. Freunde, ich schreib kurz Katja bei WhatsApp, die soll in Discord kommen. Boah, ich weiß, Leute, ich weiß jetzt nicht, was ich hier noch hier an, schreiben soll. Das soll ich jetzt einfach nur auflösen? Weil ich glaube, ich weiß jetzt nicht, das Problem ist halt, der hat mir nur eine Sache geschrieben. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie... Was soll ich denn so. Zu... Oh, warte. So, ich gehe jetzt in Discord rein. Ah, Claudio hat mir geschrieben, komm Discord. Der hat mir geschrieben, komm Discord. Okay, dann komme ich mal in Discord. Hi, Claudio. Hey, Katja, was geht? Was machst du? Ich bin hier. Ich glaube, ich wurde gehackt. Was passiert bei dir? Ich kann nicht in meinen Account rein. Ich weiß nicht, was abgeht. Warte, aber was ab in deinem Account abgeht? Was passiert? Ich war gerade bei Adopt Me und. Da war irgendwie so eine Frau, ja. Die meinte, die X, ist Jenna. X Real Jenna X, ne? Ja, genau. Und ich weil schau mal, die ist in meinem Server gerade, die hat geschrieben, ich hab dich. Oh nein, nein, Claudia, du musst einfach nur weg. Du musst da weg aus dem Adopt Me, bitte, du musst da weg. Ja, okay, ich geh raus aus Adopt Me, aber was soll ich machen? Soll ich raus aus Adopt Me? Du musst rausgehen und du musst nie wieder einfach nur in diesen Account rein, weil die hat mich einfach nur gehackt, ich kann nicht wieder rein.
Ja, aber das bringt doch nichts, wenn ich jetzt rausgehe. Dann kann ich mich doch erst recht erhalten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, du hast es schon verloren. Ich glaube, du hast... Die hat auch René gehackt. Wusstest du das? Die hat auch René gehackt. Ja, wo ist René? Warte, dann gehe ich zu René rüber, ganz ehrlich. Warte, okay. Was machen wir denn jetzt? Das ist so schrecklich. Das ist alles... Ich komm zu dir, Katja. Du bist ja gegenüber. Ich komm kurz zu dir. Warte. Nein, du sollst nicht zu mir kommen. Doch, nein. Ich komm zu dir. Warte. Nein, komm nicht zu mir. Doch, ich komme. Warte. Ich muss hier alles zumachen, Leute. Ich muss hier alles zumachen. Ich bin doch Jenna. Was ist los? Moment! Oh mein Gott, das bist ja du! Das bin ich! Das meinst du jetzt aber nicht ernst, oder? Doch. Das war alles nur ein Prank! Das meinst du gerade ernst? Ich bin extra hingelaufen, was soll das? Dann sehe ich dir gerade, du bist das. Wow. Rede bitte ins Mikro. Ja, ich rede ins Mikro, man hört mich schon. Und das schön. Das Ding ist, ja. Also man merkt aber nur total, dass du unsere Videos nicht mehr schaust, ne? Doch, ich schaue ein paar. Ich habe letzte Woche genauso René geprankt und zwar, das war einfach nur ein Fail, weil ich keinen eigenen Account gestellt habe. Ich habe einfach nur meinen eigenen Account genommen und einfach nur mich als Jenna verkleidet und das war nicht so wirklich gut. Deswegen dachte ich so, ich mache mir einen neuen Account. Ich bin die X-Real Jenna X und ich habe dich gerade... Ja, aber Moment mal. Hattest du Angst? Ja, ich hatte Angst, weil du hast erstens geschrien und zweitens, wie soll ich denn wissen, dass du das bist, wenn, schon mal, ich habe bei Freunde geguckt, du warst nicht online. Ich war nicht online. Ja, du warst nicht online, schau mal, geh mal auf Freunde, du bist nicht online. Ich bin offline, ich bin einfach offline, ja. Leute. Hä? Das ist ja richtig cool. Wie soll ich denn wissen, dass du das dann bist? Das ist doch die Sache. Das ich ist doch... Ich gehe wieder rüber und treffe mich zum Discord, also unglaublich, was hier geprankt wird. Boah. Meine Ausnahme läuft noch, ich mach mich vor. Ja, okay, Leute, das ist ja eigentlich relativ gut gelaufen, finde ich, ne? Also ganz ehrlich, ich werde ja selten geprankt, aber, oder doch, ich werde oft geprankt, aber es war einer der besten Pranks, weil du warst offline. Ja, natürlich, du warst offline, wo soll ich denn wissen, dass du das bist? Yes! Ich hab's gut gemacht, weil bei René habe ich es total vermaselt. Das war einfach nur total dumm von mir, was ich da gemacht habe. Und er hat einfach nur sofort gesehen, dass ich das bin. Und dieses Mal habe ich wirklich einfach nur versucht, alles zu tun und so zu tun, als ob ich Jenna bin. Und ich freue mich einfach nur, dass es wirklich geklappt hat. Auf jeden Fall hat es geklappt. Es hat ziemlich gut geklappt. Also, das muss man dir lassen, hast du gut gemacht. Ja, wunderschön. Ja. Also, dachtest du wirklich, dass ich hier natürlich richtig Jenna bin? Ich hab kurz Angst bekommen, weil du meintest, ja, du wurdest wirklich gehackt. Ich hab so, hä, Moment. Weil, ich konnte halt nicht wissen, dass du es bist, weil du warst offline, die Person war einfach an meinem Server drin und woher soll ich denn wissen, dass du es sein könntest, weil wunderschön, guck doch mal, ich hab's einfach nur unfassbar super gemacht. Du bist immer noch unter Schock, aber gut. Ja, Leute, also ich meine, okay, die Frage ist, darf ich deine Aufnahme benutzen? Ja, klar, du kannst die Aufnahme benutzen, aber es war ein ziemlicher Fail, weil ich wollte eigentlich so ein Adopt-Me-Update machen. Ich wollte ein bisschen Adopt-Me rumlaufen, ja, schauen, jetzt, was für ein Adopt-Me neu ist. Jetzt wird daraus ein Jenna-Video. Ein Prank-Video, ein Jenna-Prank-Video. Stimmt. Wir können ja das ist eine gute Idee, Katja. Wir können ja die 10, die ich gemacht habe, zwischenschneiden. Das ist eine gute Idee, das machen wir. Genau, das machen wir so. Das machen wir so. Ja, das ist eine gute Idee. Ah, Moment, dann sieht man auch deine Sicht. Ach, das ist alles geplant. Oh mein Gott, ich realisiere ich es wusste, jetzt ich wusste, dass du gerade Adopt-Me aufnimmst. Ich wusste es einfach nur. Ich realisiere es jetzt, dass Katja das geplant hat. Ich habe es. Hast du gerade wirklich nicht verstanden, dass ich das geplant habe? Doch, aber ich hab jetzt erst jetzt gecheckt, dass du es auch, dass du auch eine Aufnahme gemacht hast. Oh mein Gott, klar. Na klar habe ich das alles. Das ich bin gespannt. Das ist Freunde, das hört sich gerade für euch kompliziert an, aber ihr werdet es dann zusammengeschnitten sehen und freuen. Das war ein super Prank von Katja. Und ich bin richtig froh, dass es wirklich geklappt hat. Also Leute, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben da. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, ciao. Ciao. Abziehen für die Mail Pet Scam. Die hat gesehen, dass ich einen Neonwürfern habe wahrscheinlich. Warte mal. Ach krass, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Es ist einfach jetzt schon bei Adopt Me angekommen, dass sich Leute Jenna nennen. Oh nein, das ist jetzt auch ein Discord, Leute. Leute, was geht? Katja hier bei Spiel Apps und Games und Leute, ich habe was vor. Ich möchte auf jeden Fall jemanden pranken. Und zwar, Leute, wir sehen hier gerade Renés Roblox-Account auf jeden Fall. Ich sehe gerade, dass er Adopt Me spielt.
Und ich weiß auch, dass er auf jeden Fall was vorhatte. Der hatte vor, auch ein Doppelvideo aufzunehmen oder so. Ich weiß es nicht. Aber ist auf jeden Fall ein Doppmi. Ich glaube, das war so. Und ich wollte den einfach nur pranken. Ich wollte ihn einfach nur pranken, Leute, indem ich mich als Jenna auskenne. Jenna, die Hackerin Jenna, genau. Und da habe ich sogar ein Trick. Ich hoffe einfach nur, dass es funktioniert. Ich habe hier so eine Seite, wo ich einfach nur mal auch... Also das Ding ist, wenn ich als Jenna zu René in Adopt Me komme, dann ist es ja so, dass ich sehr wahrscheinlich nicht als ich reden werde. Und deswegen, ich möchte auf jeden Fall mal schreiben. Und wie kann ich schreiben? Indem ich hier einfach nur Hi eingebe und ich glaube... Boah, das sieht doch creepy aus, oder Leute? Das sieht doch richtig creepy aus. Ich glaube so ein Curse Text auf jeden Fall, ist was sehr cooles. Also ich hoffe einfach nur, dass es auch alles klappen wird. Ich gehe jetzt mal einfach nur in den Adopt Me rein und ich muss mich erstmal als Jenna verkleiden. Also das Ding ist, ich habe schon was vor. Also ich habe schon auf jeden Fall Kleidung. Ich habe auf jeden Fall schon Jenna Outfit vorbereitet, Leute. Und dann muss ich mich nur gerade umkleiden und als Jenna quasi ausgeben. So, nein, danke, möchte ich nicht. Ich möchte es mitnehmen. Alles klar. So, wir sind gerade hier in Adopt Me. Ich muss mich mal als Jenna... Und hier wechseln wir auch mal. Ich bin einfach nur Jenna. Wunderschön. Das brauche ich jetzt auch nicht. Das Ding, ich weiß halt nicht, ob mich... Moment, boah, ich habe auch hier meine Animation geändert, wie ich gehe. Und das ist einfach nur creepy, Leute. Das ist einfach nur creepy. Und dann werde ich einfach nur in den Chat reinschreiben. Und einfach nur mal hoffen, dass René mir glaubt. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe einfach nur, dass es auch alles klappen wird. Ich hoffe, da habe ich nichts Falsches gemacht. Aber Leute, wir gehen jetzt einfach nur mal auf die Suche nach René und mal gucken, was sie so macht. Und Leute, wir werden heute endlich mal wieder in Adopt Me unterwegs sein. Und Leute, ich habe es wirklich so vermisst, weil wir waren echt irgendwie zu lange in Adopt Me nicht unterwegs. Und irgendwie, auf der einen Seite hat sich, glaube ich, ein bisschen was verändert. Auf der anderen Seite ist alles irgendwie noch so wie immer. Oder zumindest fühlt man sich hier direkt wieder zu Hause. Also wir haben jetzt hier die Mitte von der Adoptionsinsel. Und wir gucken jetzt erstmal, gibt es hier irgendwelche Pets, die ich jetzt bisher noch nicht bemerkt habe, vor allem die ich vielleicht auch noch nicht habe. Aber ich glaube, die allermeisten Pets, die kennt man schon. Und ich muss jetzt noch mal einfach alle meine Pets noch mal ganz kurz angeschwungen, weil wir haben jetzt viel zu lange nicht angeschaut. Da ist der. Da, da ist drin. Ich hab ihn auf jeden Fall. Schade. Oh, da ist er. Da ist er. Ich werde auf jeden Fall mal hin. Leute. Ich muss erstmal meine. So, ich schreibe mal hier, hi René, und mal hoffen einfach nur, dass es funktionieren wird. Ich schreibe einfach nur so hier in den Chat. Oh nein, das funktioniert nicht! René. René. Moment mal. Warum schreibt die hier René? Ach, wahrscheinlich, weil ich René heiße. Will die mich abziehen? Will die mir Pet scammen? Die hat gesehen, dass ich einen Neon-Wivern habe, wahrscheinlich. Das schreiben wir jetzt mal zurück. Hi. 100 Pro kommt jetzt. Tradest du deinen Neon-Würfern? Oder tradest du deinen Neon-roten Drachen? Warte mal. Ich versuche einfach nur das hier zu. Ach krass, das ist mir jetzt aufgefallen. Die sind. Es ist einfach jetzt schon bei Adopt Me angekommen, dass sich Leute Jenna nennen. Ich bin Jenna, René. Okay. Dann schreiben wir mal. Ich finde es einfach nur auch richtig gut, wie einfach nur alle anderen Leute hier schreiben und so. Aber ich schreibe auch einfach nur mit René. Ich schreibe doch einfach nur mit René. Ich schreibe einfach nur... Oh, ich hoffe einfach nur, dass... Das Problem ist gerade, mein so Text wird irgendwie so hier nicht angezeigt. Oh nein, schade. Das war... Moment mal. Ich habe das doch gerade gesehen, wenn ich hier drauf gehe. Katja? Warte, der schreibe ich jetzt was. Die soll mal schön bei Discord reinkommen. Dann quatschen wir erstmal. Also das ist wirklich, also es ist eine gute Idee, der Prank, weil das war 100% Prank gemeint, aber so ein schlechter Prank, das ist schon frech. Also dass ich darauf eingehe, es ist Discord zensiert. Nein, Katja, komm, ich glaube, ich habe das gemaselt, warte mal, man sieht doch, nein.
Was schreibt er jetzt? Komm, quatschen. Quatschen. Ey, da will man hier einfach nur eine Adopt-Me-Aufnahme machen und dann kommt ja auf einmal so ein billiger Prank mit so einer Fake-Jenna hier um die Ecke. Warte mal. Das heißt jetzt. Ach, oh, da hat jetzt. Oh nein, das ist jetzt wieder. Das ist auch ein Discord, Leute. Das ist jetzt auch ein Discord. Okay, warte mal. Ich muss mal reinkommen. So. Hi. Hi. Ah, hi. Ich bin Gender. Katja, du glaubst nicht, was da passiert ist. Da war gerade bei Adopt Me so eine billige Gender-Kopie. Und weißt du, was das Komische ist? Die hatte deinen Namen. Oh mein Gott, ich hab das so verpasst. Ich war gerade so wirklich so, weißt du, ich dachte mir einfach nur so, warte mal. Also ich schreibe zwar so richtig krasse Dinge, ich wollte so gerade Sachen so, du bist in Gefahr und so. Und da war ich so gerade, warte mal. Aber da wird doch mein Name. Da wird mein Name angezeigt. Ja, da wird einfach nur mein Name angezeigt. Und nein, ich wollte nicht pranken, also, das war so. Also ich war mir gerade am Anfang nicht sicher. Ist es jetzt einfach so, dass in Adopt Me relativ viele als Jenna verkleidet sind? Oder du bist das. Oder ich vielleicht noch Claudio. Jenna, guck und mal, ich noch dachte mir so, boah, nee, ich bin so dumm. Ey, weißt du, was du hättest machen müssen? Ja, also erstmal, ja, hast du recht, bist du. Aber weißt du, was du hättest machen müssen? Du hättest einen zweiten Account machen müssen, der einfach ich Jenna weiß. Heißt. Ich weiß. Oh, boah. Dann hätte das aber... Dann ich wollte, ja, ich dachte mir auch schon so, ja, also ich wollte, ich dachte tatsächlich mir auch schon so, ich könnte mir tatsächlich vielleicht einen zweiten Account machen, aber ich dachte mir so, aber da kann ich doch so quasi Jenna hinschreiben, dann bin ich quasi die Jenna, aber ja, das eigentlich so schon, funktioniert aber das nicht. Das Problem ist, dann hättest du mir wahrscheinlich nicht joinen, wobei, doch, du hättest dann befreunden müssen mit Katja, so mit deinem normalen Account. Ja, genau. Als dann Katja dann mir joinen. Und dann joint die Jenna hinterher. Dann wäre das ein Prank gewesen. Dann wäre das ein Prank guter Prank gewesen. Aber so, warte mal. Das war nichts. Ja, sorry, nein. Boah, ich dachte mir einfach nur so, ich kann nicht richtig gut einfach nur. Oh, nee, und, ich bin einfach nur zu blöd dafür. Und das ne? Ding ist, also die Idee war gut, aber das Ding ist natürlich auch, ich heiße hier ja René. Stell dir mal vor, ich würde hier keinen besonderen Namen haben und würde es dann geschrieben, hallo René. Oh, boah, da muss ich echt sagen. Dann hätte ich ganz schnell den Dann ist das, dann ist es Puh. Okay, dann ist es alles klar. Nee, also weißt du was? Du hast mir eine richtig gute Idee gegeben. Weil ich habe das wirklich sehr schlecht durchdacht, leider. Aber guck mal, ich finde mich persönlich richtig. Ja, aber creepy. Optisch, stimmt, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ja, von der guck Laufstil. Mal. Und vor allem. Guck mal, wie ich laufe. Boah, ja, ich gucke mal ganz schnell auch in eine andere Richtung. Aber. Die Figur sieht ja auch einfach 1:1 aus wie Jenna. Ja, okay, kannst du ich bitte stehen bleiben? Auch, also ich finde es richtig cool, aber das Ding ist so, boah, ich hab's wirklich vermacht. Boah, nee. Von die Idee war echt gut, aber weißt du was, dann musst du es bei Claudio nochmal machen. Ja, ich wollte gerade auch sagen, ich muss es wirklich nochmal bei Claudio machen. Vor allem, okay, Claudio heißt in der Regel auch Claudio bei Adopt Me, aber wie gesagt, das ist besonders krass, wenn man irgendeinen anderen Namen hat und dann trotzdem irgendeine Info droppt über die Person und so weiter. Stell dir mal vor, du gehst dann als Jenna zu Claudio und sagst dann so, Claudio, ich weiß, dass du eine Brille trägst oder, oh, nee, tut er ja nicht, dass du das und das ja, tust, nee. Weißt du? Dass du, weiß ich nicht, ja genau, dass du... Dass ein Shigi in deinem Studio gerade ist. Ja, genau, genau. Wobei das darf auch nicht so offensichtlich sein, weil dann weiß er, dass wir das sind. Ja, oder dass zum Beispiel, ich weiß, dass du, wenn zum Beispiel, wenn Claudio gerade zum Beispiel irgendwie so Chaos Kids gedreht hat, dann kann ich so sagen, ich weiß, dass du gerade, dass du vor 5 Minuten Chaos Kids gedreht hast. Und wie war es? Also, ich kenne es. Ja, so, Leute, soll ich das wirklich mal machen? Soll ich wirklich so creepy sein? Also, weil irgendwie so, das war das erste Mal, dass ich so wirklich jemanden pranken wollte. Und vor allem so das war nicht gut, das war einfach noch nicht gut. Ja, ich habe das einfach noch nicht gut durchdacht. Ich dachte mir einfach nur so, das ist doch so perfekt, das wird doch so perfekt laufen. Und ich habe mich als Jenna verkleidet. Ich habe mich als Jenna so in den Klammernchen genannt. Ich habe noch coole Animationen, wie ich gehe und so. Und dann dachte ich so, das passt doch alles. Dann habe ich noch so geguckt, so nach so einem Cursed Text und so, was leider nicht in der Bubble gesehen wird. Stimmt, aber, sondern aber bei mir war der Text auch ganz komisch. Da stand einfach nur ganz komische Zeichen und dann René. Also das ja, war das eigentlich ist auch das. Schon creepy. Das ist das. Ich wollte es machen, aber leider irgendwie so, ich habe einfach nur geschrieben, hi René und einmal irgendwie, und also ich glaube wegen diesem Text und so war das einfach nur ganz komisch so verpixelt und so. Oder halt, es wurde einfach nur nicht angezeigt, leider. Ja. Und oh, nein, das habe ich einfach nur in so vielen Wegen einfach nur vermasselt. Aber Leute, ja, ich würde mal also, sagen. Also, du kannst den Prankmaster einfach nicht pranken, ne? Das musst du leider verstehen. Aber wie gesagt, aber wir machen es bei Claudio nochmal.
Der Prankmaster ist auch Claudio relativ. Also, nicht Prankmaster, sondern so. Der prankt auch sehr gerne. Und ich meine, wir könnten theoretisch mal auch mal Claudio pranken. Und wenn du auch dabei bist, auf dem Boot, dann können wir das auch zusammen machen. Und zusammen so sagen: hey, da bin ich auf jeden Fall dabei. Eine Jenna? Dann kannst du so wirklich tun, so als ob das wirklich eine Jenna ist. dann wäre es ja wirklich perfekt. Ja, weil das Ding ist hier so: ich kann. Keiner kann irgendwas hier machen, ne? Leider. Ja, safe. Okay, ja. Aber ich würde sagen. Ich glaube, wir machen das demnächst nochmal bei Claudio und. Ja. Und du darfst weiter dann dein Video aufnehmen, was du dann aufnehmen wolltest. Ja, oder danke was übrigens auch immer. Ne? Ich habe gerade schon angefangen. Ja. Oh nein, sorry. Das war's, sorry. Aber die Aufnahme können wir zumindest für das Video hier benutzen. Ja, das können wir für das hier und wieder benutzen. Viele Grüße an die beiden Zuschauerinnen, die sich gerade dazugestellt haben. Ja, genau, hallo, und ich bin einfach nur Jenna. Ja, du bist einfach nur Jenna. Ich glaube, die haben auch schon erkannt, dass du es bist. Ich bin einfach nur Jenna, boah, das ist so blöd. Naja, Leute, also, falls ihr noch sehen möchtet, wie wir, oder ich, oder wir Claudio pranken, dann lasst, schreibt gerne in die Kommentare, lasst uns gerne ein Abo da und Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wir machen heute eine Hide and Seek in Brookhaven und ich werde dabei betrügen. Hier kannst du mich gar nicht finden. Ah, Claudio ist der Klugste. Hallo, Claudio. Ich hab dich gefunden. Nein. Jetzt erklärt ihr mir beide, wie ihr mich da gefunden habt. Hey Leute, nicht wundern, ihr seht jetzt gerade nur kein Brookhaven, sondern nur mich und das hat einen Grund, denn wir machen heute eine Hide and Seek in Brookhaven und ich werde dabei betrügen. Oder Katja und ich, genauer gesagt, denn ich werde gleich zu Claudio gehen und irgendwie versuchen, ihn aus seinem Studio rauszulocken und dann bei ihm eine Bildschirmübertragung an uns zu machen. Und dann sehen wir halt immer, wo er sich versteckt. Easy, hoffe ich auf jeden Fall. Wir gehen mal zu ihm rüber. Hey Katja. Hi. Also, ich gehe zu Claudio, ne? Und ich gehe zu Claudio und ich sag ihm, dass du ihn gerufen hast. Dann musst du ihn so eine Minute lang ungefähr bei dir behalten. Oh. Und dann mache ich bei ihm die Bildschirmübertragung an. Und dann sehen wir halt die ganze Zeit, wo er sich versteckt, okay? Oh, alles klar, mach ich. Oh, das wird lustig. Bis gleich. Go. Hey. Moin. So, wir nehmen ja gleich das Hide and Seek aus in Brookhaven, ne? Ja. Da hatten wir ja, glaube ich, so ein ganz normales Hide and Seek geplant, ne? Ja. Genau, ich gehe gleich auch rüber. Was ich nur sagen wollte, Katja hat eine Frage gehabt wegen des Aufnahmeprogramms. Ja. Weil da wird irgendwie der Ton nicht aufgenommen oder so. Kannst du ihr einmal kurz da helfen? Ja, mach. Weil ich habe schon geguckt und ich habe da irgendwie jetzt nicht so den Fehler gefunden. Ja, wahrscheinlich ja. Ist das irgendwas. Erste Mal hier gezündet haben. Ja, quatsch mich nicht voll. Ja, so, ich gehe dann auch schon mal zu mir, ne? Ja, mach das. Also, hier ist das Programm. Also, hier ist das Aufnahmeprogramm. Hier ist Brookhaven. Das heißt, ich muss es jetzt irgendwie schaffen, dass dieser Bildschirm hier übertragen wird. Okay. So, das wieder schließen. Okay, weg hier. Okay, Leute, wie man sehen kann, bin ich jetzt wieder sicher in meinem Studio zurückgekehrt und wir testen das jetzt nochmal alles. Also, hier ist ja mein normaler Bildschirm, da werde ich gleich zocken. Und hier, gut, dass ich gerade noch stumm geschaltet bin. Hier kann ich ja sehen, wo Claudio sich gleich verstecken wird. Und ich hoffe einfach, dass er möglichst lange nicht sieht, dass er gerade am Stream ist. Aber Discord ist bei ihm minimiert, also es sollte eigentlich funktionieren. Also, los geht's. Hey Leute! Was geht? René hier mit... Ja, Katja und... Claudio! Claudio! Oh, ich hab... Und... Wir verstecken uns mal wieder in Brookhaven. Ich würde sagen, wir machen heute mal eine... Warum bist du so klein, Claudio? Sei leise, ich hab ja 200 IQ. Was ist das denn? Das was ist das? Ja, okay. Also, wenn wir so spielen, das kann ich auch machen. Ey, 200 IQ, guck mal. Das kann ich auch machen. Ja, das müssen wir alle machen jetzt. Ja, okay. Wir machen dann heute eine Zwergenversion in Brookhaven raus. Und ich würde eine Sache vorschlagen. Ich habe mir was überlegt. Wir machen das heute so. Die Person, die als... erstes gefunden wird, muss ich wieder verstecken. Ja. Und die als zweites gefunden wird oder dann halt nicht gefunden wird, die darf suchen. Okay? Okay. Okay, also finde ich gut, normale, ist fair. Also, ja, ganz normale. Einzig, ne? Okay. Okay, cool. Genau, das heißt, ich kann auch gerne anfangen. Ja, super. Dann gehe ich jetzt hier einfach mal in die Ecke und das bedeutet, ihr beide, ihr versteckt euch einfach. Ja, okay. Ja, und je nachdem, Freunde. Wer, ja, erzählen. Hey. Und wen ich als erstes gefunden habe, der muss halt dann wieder, Vor allem, es ist auch richtig cool, dass wir so klein sind, weil dadurch ist es ja schwieriger, dass du jemanden findest. Ja, safe. Total. Und ich meine, ja, aber das Problem ist, wenn man klein ist, da kommt man nicht so wirklich gut in so ein paar Sachen rein. Hab ich gerade festgestellt. Das versteckt deine Mutter. Komm, wir probieren es erstmal mit einem leichten Versteck. Ich glaube, das könnte man nicht sofort finden. Okay.
Wir können auch gerne schwere Verstecke nehmen. Also ich bin heute ziemlich siegesicher. Ja, ich bin schon fertig. Ich hab's auch. Ja, ich hab's auch. Ich okay. hab auch relativ viel gemacht. Also ich bin auch. Okay, darf ich suchen? Ja, du darfst suchen. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, meins könnte man tatsächlich finden, aber ich weiß nicht, ob du tatsächlich in die Richtung laufen wirst oder halt direkt dahin, obwohl eigentlich... Okay, ja, also, ja, ich fange jetzt erstmal mit den normalen Orten an. Obwohl, ich glaube, ich würde auch tatsächlich dahin laufen. Ach, Claudio, das war nicht so klug, Mann! Schauen wir mal hier. Ah! Wer ist da denn? Hallo, Claudio! Oh! Ich bin da! Ach, Mann, wie heißt... aber okay, das war auch dumm von mir. Warum rennt man, also warum geht also, jetzt zu Ice Cream Laden? Also, ja. Naja, ich meine, der war jetzt einfach so das Erste, was ich so gesehen hatte. Und ich hatte auch schon, ich hatte irgendwie auch schon ein Gefühl, okay, wenn man klein ist, dann kann man sich da vielleicht ganz gut verstecken. Ja, also war ein Glückstreffer. Okay, ja, das ging relativ schnell. Das heißt, ich muss mich wieder verstecken? Ja, also, ja, du hast ja gerade gesagt, du hast jetzt das leichte Versteck genommen, jetzt bitte das schwere Versteck nehmen beim nächsten Mal. Ja, was ist Katja? Mich hat noch keiner gefunden. Ja, ist ja okay, Katja, wir kommen ja gleich zu aber dir. Aber die Runde ist auch schon vorbei. Ist sie vorbei? Genau, die Runde ist vorbei, sobald eine Person gefunden wird. Warte, ist sie vorbei? Person? Ah. Ja, die ist vorbei, das ist das Prinzip. Und darf jetzt Katja sagen, wo sie sich versteckt hat? Genau, Katja darf sagen, wo sie sich versteckt hat? Nein, sag ich nicht. Faust. Hä, warum? Sag's nicht. Sag ich nicht, weil vielleicht werde ich das dann auch mal benutzen. Oh, Entschuldigung, Katja versteckt sich aber jetzt. Wer sucht denn jetzt wieder, du oder Katja? Ja, jetzt sucht Katja. Jetzt such ich. Okay. Na gut. Okay. Ja. Okay, alles klar. Ich bin jetzt hier ganz oben und ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Also, ich bin hier ganz oben. Das war eigentlich nicht so klug von dir, Katja. Warum? Jetzt hast du, weil du sagst, du bist hier ganz oben. So, komm, Claudia sucht jetzt einen. Boah, nein, das ist aber echt. Aber ich versteck doch nicht. Ich such doch. Boah, wir müssen aber echt häufiger nochmal als kleine Version halt den Sieg machen. Das ist eigentlich noch viel lustiger. Ja, richtig. Man hat echt noch mal viel mehr Verstecke, wo man hingehen kann. Ja, schon, und da kann man einfach nur sich reinbacken, ne? Ich habe eine sehr, sehr gute Idee, ja. Aber ja, als helle Person ist echt lustiger, weil das müssen wir vor allem mit Donny und Ellie spielen, weil ich glaube, die würden sich auch schlapp lachen. Ich habe eine sehr, sehr gute Idee. Seid ihr alle versteckt? Ja, wir sind versteckt. Ich bin versteckt. Du bist auch versteckt? Wunderschön. Hier kannst du mich gar nicht finden. Ah, Claudio ist der klügste auf der Welt. Also... Aha. Du wirst mich hier nicht finden! Diplomatie macht versteckt außer auf höher gelegenen Ebenen, oder? Hallo, Claudio! Ich hab dich gefunden! Was? Ja. Hey, wo Claudio jetzt einfach schon wieder nach 10 Sekunden? Ja, okay, ich muss sagen, das war unklug von mir, weil Katja kennt ja so Geheimgänge und so. Das war unklug von mir. Weißt du, wo ich mich versteckt habe, René? Im Polizeipräsidium oben im Schacht. Oha, ja, okay, ist eigentlich auch schon ein gutes Versteck, aber... Ja, nein, aber du, hey, das war total easy, das weiß man doch einfach nur, das weiß man doch. Ja, das war wohl wieder nichts. Ja, das heißt dann dass ich jetzt wieder dran bin mit Suchen. Claudio ist... Katja sich wieder... Claudio ist einfach... Ihr beide wieder verstecken. Claudio ist einfach nur nie wieder dran zu suchen. Ja, doch, ich streng mich das an, ich glaube jetzt... Ja, jetzt, wirklich, also es wäre eigentlich schön, wenn du auch mal suchen kannst. Vielleicht, also, versuch mal, also versuch mal auf jeden Fall, weil ich meine halt mittlerweile ist es halt... Okay, ich hab eine Idee, wo bist du, René? Suchst du schon? Nein, ich bin nicht, ich bin neben dir. Stell dich an die Wand, hallo, stell dich an die Wand und guck nach unten. Ja, bin doch schon dabei. Ruhig. Ich sehe jetzt hier gar nichts mehr. Ganz ehrlich, ich benutze das Versteck später, weil das ist mein Trumpf, ganz ehrlich. Okay, ich habe mich auch versteckt, ich hab ein gutes Versteck, das kann ich eigentlich nicht herausfinden, weil ich glaube, so klug ist er einfach nicht. So klug ist er einfach nicht, hallo? Sorry, aber es ist ein krasses Versteck von mir, weil es ist einfach cool. Also René, du wirst mich niemals finden, sag ich dir jetzt schon. Okay. Und was willst du wetten? Weiß ich nicht, such dir was aus. Um ein Skyr-Joghurt. Komm, mein Skyr-Joghurt. Kriegst ein Skyr-Joghurt. Okay, komm. Okay. Du findest mich niemals. Skyr-Skyr! Und ich hab auch die guten Farben tatsächlich an. Oh, du kannst mich nicht finden! Das ist einfach so, es macht mir ganz so Spaß, weil ich weiß, René wird mich nicht finden. Und man hört ja schon, verkauft lange. Hallo! Wurde da jemand gefunden? Na, wollen wir zusammentauchen? Da wurde jemand gefunden! Sag mal, Claudio, war das jetzt das heftige Versteck, was du meintest, wo man dich niemals finden wird? Wie hast du denn aber so aber du denkst... Ja, du bist direkt im Pool vor mir, wo ich gewartet habe. Also so schwer war das jetzt nicht. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass du nach unten schwimmst. Hier, Katja, hier bin ich. Hä, ja, hat Lust, eine Runde zu schwimmen. Oh, aber man sieht... Ja, also eigentlich ist es ein ganz guter Versteck. Ja, ne, oder? Weil ich bin einfach hier unten in die Ecke gegangen, dachte mir so, okay, da wird ja niemand drauf kommen. So, guck mal, weil dann liegt man da so...
Ja, okay, ja, man sieht's, ja, man ja, sieht es schon, aber... War ein netter Versuch, aber... Ja, somit schulde ich dir einen Skör-Joghurt. Also, willst du jetzt auch nochmal richtig spielen? Oder oder wie sieht's aus? Weißt du was, ich hab jetzt das... Ich setz jetzt meinen Trumpf ein, komm. Wisst ihr was, Freunde, ich hab jetzt meinen Trumpf. Let's okay, go. Der Trumpf kommt. Okay, dann ist Katja jetzt ja, wieder dran. Ja, ich bin jetzt wieder dran. Oh mein Gott, selbst, ich könnte sogar beide suchen, weil hier werdet ihr mich nicht finden. Okay. Echt so? Ja. Dann machen wir ja, das. Ja, meinetwegen, dann machen dann wir das machen so. Dann machen wir das so. Dann machen ich bin wir zu 1000% sicher, werdet mich beide nicht finden. Genau. So, ich also, wir sind jetzt hier gerade wieder. Seht ihr nichts mehr? Okay. Ich kann mit euch jetzt ganz ehrlich, ich wette mit Katja um eine Sushi-Palette. Oh! Also um so eine okay. Sushi-Box. Boah. Und mit René wette ich um ein, noch einen Skyjoghurt. So, ganz ehrlich, wenn ihr mich jetzt findet, ihr könnt mich jetzt nicht finden. So, jetzt sucht mich mal. Viel Spaß. Let's go! Okay. Also, irgendwie. Dann legen wir mal los. Also, du hast ja relativ schnell gesagt, dass du schon irgendwie fertig bist. Ich kann mir, dann bist du eigentlich irgendwo. Ja, ich bin am Anfang. Ich bin neben dem Pool, genau. Ich habe das Gefühl, wir sind hier schon in der richtigen kann man, Richtung. Denkst du irgendwie so, kann man hier irgendwie rein? Sollen wir mal rauf? Ah, wie ist das denn? Ich kriege eine Sushi-Rolle! Warte mal, Moment. Jetzt müsst ihr mir erklären, wie ihr mich da gefunden habt. Moment, erklärt mir das mal jetzt. Ja, nee, weil ich dachte so. Ja, wir sind ja, genau. Also, ich wollte eigentlich. Okay, also, kommt mal da beide raus? Ich dachte mal trotzdem so, dass. Nein. Jetzt erklärt ihr mir beide, wie ihr mich da gefunden habt. Ja, wir haben einfach gründlich gesucht. Ja, nee, wir haben ja, aber so gedacht. Also, ich persönlich habe so gedacht, du warst eigentlich nach sehr kurzer Zeit eigentlich fertig. Ja, Katja, so okay, ist und, ja okay. Und deswegen, ich verstehe. Man darf sich ja auch wirklich halt so hier in den Bäumen reinbacken. Und nein, so. Nein, und halt nein. Du verstehst, was ich sagen will. Woher habt ihr gemerkt, dass ich da drin bin? Wir haben einfach gründlich gesucht. Ja, aber man sieht es doch nicht, dass ich da bin. Einfach nur. Das ist einfach die. Nee, weil das Ding ist, das ist ja dein Vorteil. Wenn du klein bist, dann kannst du dich in den Bäume reinbacken. Nein, schaut mal, ihr hättet mich nur finden können, wenn ihr auf den Baum reinklicken würdet. Weil schaut mal, wenn ihr jetzt aus der. Nein. Man kann einfach reinspringen. Ja. Du zoomst einfach nur rein und dann siehst du den Baum nicht. Ach so, ihr habt rein. Jetzt hast du verstanden, ne? Ihr habt reingezoomt. Ja, ich hab reingezoomt. René, du auch? Ja. Hast du reingesucht drin und dann hast du mich entdeckt? Weil theoretisch könnt ihr mich ja nicht entdecken, außer ihr fasst mich an. Weil dadurch steht ja so eine Interaktion, so von wegen so. Weil schau mal, wenn du jetzt auf meinen Namen klickst und du aus der Creator Cam rausgehst, steht ja Schultern, Tragen, Verletzt und totgepackt. Ja, genau. Nee, aber wenn man gründlich sucht, dann muss man ja auch im Baum drin gucken. So. Und deswegen aber ganz ehrlich, ihr seid direkt zum Baum gelaufen, das kann gar nicht sein. Weil schaut mal, da drüben ist auch genug Bäume. War einfach so eine. So, wenn man richtig gut in Hide and Seek ist, dann hat man ja so ein Gefühl. Nee, so. Schau mal, ihr warte mal. René, schau mal, ihr habt hier gezählt. Nee, komm mal her, ihr habt hier gezählt. Ja. Und ihr läuft sturstracks zum anderen Baum, obwohl hier ein Baum ist. Nee, wir haben hier auch gesucht. Nein, den haben wir auch gecheckt. Wir haben einfach alles hier auf den Kopf gestellt. Und den hier vorne habt ihr aber nicht gecheckt. Doch, den haben wir auch gecheckt. Wir haben ja also alles gecheckt. Dann war halt relativ klar, dass du nur noch in dem Baum sein konntest. Ich hab ja keine Lust, bei mich zu verstecken, weil anscheinend findet er mich die ganze Zeit. Okay, nein. Komm noch einmal, okay? Ja, okay, aber ich muss auch echt sagen, das ist ja auch für uns ein bisschen langweilig. Also kannst du dir jetzt echt. Ja, okay, ihr sucht mich jetzt beide, okay? Für uns macht wieder beide? Okay, alles klar. Ja, ihr beide sucht mich, komm. Ja, dann let's go. Also ich meine, Ich stürme mich jetzt auch um Discord. Ich hab eine Stürmestatt-Taste. Okay, ich drück mal jetzt F6, dann hört ihr mich jetzt nicht mehr, okay? Mach mal. Okay. So, ich drück jetzt F6. Freunde, hört ihr mich doch? 1, 2, 3? Boah, ich glaube, der hört uns auch nicht mehr. Boah, das ist so fies. So, Freunde, ich hab mich jetzt gestummt tatsächlich. Ey, das ist so lustig. Und ich werde jetzt schummeln. Weil ganz ehrlich, die haben mich jetzt die ganze Zeit gefunden. Ich werde jetzt schummeln. Und zwar werde ich jetzt hier oben mich verstecken. Ich werde mich jetzt hier oben verstecken. Wir haben eigentlich abgemacht, dass man sich nicht hier verstecken darf bei der Steige. Aber. Ganz ehrlich, ich werde mich hier verstecken und jetzt werden die mich immer finden können. So. Freunde, ich habe mich versteckt. Oh, das ist versteckt. Okay. Ja, genau. Okay. Ich habe mich in der Stadt versteckt. Wie wir ja gesagt haben, auf keinen Abhöhungen und so, also keine Erhöhungen und so. Ich bin in der Stadt, habe mich versteckt. Jetzt sucht mich mal. Warum sagst du sofort so gezielt, so ab? Ja, komm, nee, so. weil ich habe mich jetzt ein gutes Versteck rausgesucht. Aha. Ihr könnt mich hier gar nicht finden, weil, ja, es funktioniert nicht. Also ich bin richtig gut versteckt. Ich habe ein Geheimversteck, das kennst du nicht mal, Katja. Bist du nicht reingebacken? Bist du ja, genau, ich bin irgendwo reingebacken, genau. Ich bin reingebacken. Ja, irgendwie so von oben kannst du hier so reinbacken. Oh. Ja, genau. Wer ist da? Anniche! Warum? Was ist das? Das war jetzt... Aber das ist aber hier nicht
innerhalb der Regeln, ne? Weil ich dachte so, du hast dich vielleicht hier so reingebockt oder so und vielleicht irgendwie so hier so drüber gesprungen, aber eigentlich bist du klein und so, du kannst eigentlich das nicht. Aber deswegen bin ich hier, deswegen sind wir jetzt nach oben hier gekommen. Warum bist du hier? Was ist das? Was ist los, Claudio? Hast du dich verliert? Ich schummel. Ja, komm, ich schummel. Hä, wieso? Wie schummelt ihr? Sagt einfach, wie ihr schummelt. Freunde, ihr könnt mich hier auf den Namen nehmen. Wie schummelt ihr? Okay, weißt du was? Du hast dich ja gerade schon stumm geschaltet bei Discord. Ja, hab ich. Mit dem Shortcut. Ja. Dafür muss man ja Discord nicht öffnen. Warum ist hier in der Funktion? Versuch dich nochmal stumm zu schalten bei Discord, wenn du das über das Programm machst. Ja. Und dann gucken wir, ob dir irgendwas auffällt. Einfach nur so auf das Mikro drücken. Mann. Geh einfach auf Discord. Ich seh's schon. Jo, ne? Da ist irgendwas passiert, Claudio, bei dir, ne? Da ist irgendwas passiert. Da stimmt irgendwas nicht. Ganz ehrlich, warte, habt ihr beide geschummelt? Ja. Wann habt ihr das denn gemacht? Siehst du nicht, wer dein Stream gerade anguckt? Weißt du nicht? Ich habe ja kurz vor der Aufnahme dir gesagt, dass Katja irgendein Problem hatte mit dem Sound. Ja. Katja hatte natürlich kein Problem mit dem Sound. Oh mein Gott, also ja, denkst du? Ich denke noch daran, dass Katja kurz im Golfen haben. Solche Probleme haben wir doch andauernd. Ey, ist es dein Ernst? Ich dachte mir wirklich, weil darauf achte ich ja nicht mal, weil wir haben sowas andauernd. Es muss auch ab und zu Donny, zu Ellie und zu dir laufen, René, ist doch ganz normal. Hä, euer Ernst? Ja klar. Das wusste ich. Und genau deswegen haben wir das auch gemacht. Klar. Das gibt Rache. Das hat so Spaß gemacht, ne? Ich konnte, während ich gewartet habe, konnte ich einfach deinen Stream, also echt cooler Stream, muss ich sagen. Ja, sehr cooler Stream, also ja, Daumen nach oben, also sehr. Also du solltest öfter streamen. Ja. Den konnte ich dann einfach auf mein Fenster schieben und dann schön zugucken, wo du dich verpasst. Boah, der Stream wurde beendet, ne? Ja, wisst ihr was? Freunde, wenn ihr dafür sagt, dass ich auf jeden Fall mich an den Beinen rächen soll, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich muss mir überlegen, wie, aber ich werde auf jeden Fall rächen. Viel Spaß ob es auf damit. Diesem Kanal wird oder ob es bei Spiel mit mir wird, ich weiß es noch nicht, aber ist mir egal, ich werde mich rächen. Ob du es hinkriegst? Naja. Ja, ich werde es hinbekommen. Baby! Da, mal schauen. Na gut. Mal schauen. Naja, Leute. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, also natürlich hat euch das gefallen, das war mega lustig. Daumen nach oben dafür, würde ich sagen. Schreibt in die Kommentare. Und? Was wir sonst noch so machen sollen. Ja, genau. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Beim nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao! Ey, ganz ehrlich, ihr habt echt keine Hobbys, ne? Weil. Wir wollten einfach nur ein normales Video drehen. Warum prankt ihr mich denn jedes Mal? Oh, war das schön. Das war schön. Ja, natürlich war das für euch schön. Für mich war es nicht so schön. Die ganze Zeit mich so. Vor allem, ich habe richtig gute Verstecke gehabt. Jetzt kann ich die nicht mehr nutzen. Das ist so cool, Freunde. Die Kamera ist einfach da. Hinter der Gardine versteckt. Katja sieht's einfach nicht. Katja, ich hab dich gefunden. Prankst du mich schon wieder, oder warte mal? Geh doch in Discord gucken. Guck mal in Discord. Ich hab dich einfach wieder gefunden. Ich dachte, das ist jetzt ein schlechter Scherz. Wie hast du mich gefunden? Was? Oh, Freunde, das ist das cool. Ich muss ein bisschen leise sein, Freunde. Sie hört mich ja drüben. Ich muss ein bisschen leise sein. Hey, Leute, was geht? Freunde, bevor das Video startet, möchte ich was sagen. Heute gibt's einen Hide and Seek. Aber, Freunde, ich werde bei dem Hide and Seek schummeln. René hat es beim letzten Mal so gemacht, dass er meine Discord-Übertragung angemacht hat. Aber so bin ich nicht. Ich lasse mir was Neues einfallen. Und zwar habe ich hier zwei Handys. Ich werde mich gleich mit dem Handy auf meinem eigenen anrufen. Und ich werde das bei Katja hinten platzieren, sodass ich sehe, was sie am Bildschirm macht. Ja, dann weiß ich halt, wo Katja sich die ganze Zeit versteckt. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Rache-Prank an die beiden. René ist nicht da momentan, René ist im Urlaub. Aber ich habe mir gedacht, weißt du was, ich räche mich an Katja. Und ja, das Ganze nehme ich gerade in der Pause auf. Das heißt, Katja ist noch nicht hier, Katja ist noch unten. Die ist noch am Chillen. Ich habe mir gedacht, aber ich bereite das jetzt schon mal vor, weil wenn wir gleich hochgehen und aufnehmen, dann darf es nicht so auffällig sein. So, Freunde, aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Freunde, ihr seht schon hier gerade, oh, ich kann auch eigentlich in die Kamera gucken. So, ich habe hier Teams auf und ich rufe mich über Teams ein und das Ganze platziere ich jetzt in Katjas Studio. So, Freunde, ich würde sagen, wisst ihr was, ich nehme mich jetzt einfach mit. So, ich gehe jetzt schon rüber, Katja ist nämlich da. So, sehr gut. Also das Gaming Setup steht schon. Ich würde sagen, Freunde, ich muss gerade überlegen, wo ich das platzieren kann, damit ich auch alles sehe. Jetzt schaut mal, Katja wird ja vermutlich da spielen, ich muss jetzt gerade überlegen, wo ich das hinstelle. Stellen wir es hier hin. Genau. Das muss hier weg. Ja, Freunde. So. Freunde, hier drüben seht ihr das Telefon. Ich glaube nicht, wenn Katja hinkommt, dass sie das sieht. Hoffe ich mal das einfach. Obwohl, nee, das ist so auffällig, oder, Freunde? Schaut mal. Das ist so auffällig, glaube ich, oder? Ja, das ist viel zu auffällig. Ich glaube, ich mache mal die Gardine ein bisschen zu, sodass man das nicht sieht. So, perfekt, Freunde. Seht mal, hier. Da ist das Handy. Ja, so sieht man es noch. So. Jetzt theoretisch sieht man es nicht mehr. Perfekt, Freunde. Und ich würde sagen, ich treffe mich jetzt mit Katja. Und die Kamera bleibt hier und pssst, Freunde, Katja wird gar nicht wissen, was ihr geschieht. Oder wie ihr geschieht. Hey Leute! Was geht? Katja hier mit Claudio! Hallo Claudio, wir sind heute in Brookhaven
Und genau. Wir machen heute wieder einen Hide-and-Seek. Genau, wir machen Hide-and-Seek. Und ich habe mir gedacht, ich hab mich für die letzten Male so schlecht angestellt. Und ich würde sagen, wir probieren das Ganze. Und Katja, du und ich, wir werden versuchen heute noch mehr Verstecke zu finden, die es vielleicht noch nicht gibt und die es vielleicht auch noch nicht gibt. Also wir werden heute ein bisschen trainieren. Hide-and-Seek-Training, was sagst du? Hide-and-Seek-Training, yes, Captain. Na klar, auf jeden Fall können wir machen. Sollen wir es klein machen? Okay, Deal. Wir machen uns doch kleiner, okay. Let's go. Einfach nur richtig winzig und einfach nur irgendwo finden. Okay, krass. Wer fängt an? Ich würde sagen, ich zähle und du suchst. Ich müde mich auch währenddessen. So. Meinst du, du zählst? Ich zähle und ich werde dich. Ach, sorry, ich meine, ich zähle und du versteckst dich. Ich war gerade so, warte mal, du zählst und ich suche. Warte mal, was? Genau, ich suche. Okay, alles klar, dann darf ich mich verstecken, ne? So, dann stumme ich mich mal. Du kannst dich auch stumm, Katja. Ja, genau, mach ich. So, Freunde, ihr seht gerade, ich sehe gerade, wo Katja ist. Das ist richtig gut. Aber ich werde das natürlich nicht zu auffällig machen. Ich werde so tun, als würde ich Katja nicht sehen. Das ist so cool, Freunde. Die Kamera ist einfach da, hinter der Gardine versteckt. Katja sieht es einfach nicht. Ja, ich sehe auch gerade, wo Katja versteckt ist. Wo ist denn Katja versteckt? Warte, wo ist das denn? Sie ist in einem Baum. Na, sie ist hier unten. Ich weiß, wo das ist. Okay, da geht sie wieder raus. Das ist so cool, Freunde. Ich sehe gerade auch, wie Katja sich versteckt. Und gleich, wenn sie in Discord... Also, sie wird vermutlich dann gleich denken, ja, ich habe wie René gecheatet. Ich habe die Discord-Aufnahme von ihr aufgemacht, aber habe ich eben nicht. Ah, sie versteckt sich hinter dem Schild. Okay, das ist ein gutes Versteck. Katja, du musst dich entstummen, wenn du fertig bist. Ja, Claudia, ich bin fertig. Ach, bist fertig? Okay, ja, dann suche ich jetzt mal. Ich bin auf jeden Fall irgendwo ganz neu, finde ich persönlich. Also, ganz neu bist du? Ja. Ich weiß nicht, ob ich dich sehen kann erstmal. Ich glaube, erstmal noch nicht. Aber ich bin 100% sicher, dass du mich irgendwie finden kannst. Ich brauche aber was. Ich brauche ein schnelleres Gefährt, weil ich kann nicht so fahren. Was ist denn schnell? Hier haben wir uns noch gar nicht versteckt. Auch hier. Krass, okay, also seht ihr, Freunde, deshalb trainieren wir. Also, damit wir auch neue Verstecke tatsächlich kennen, dann trainieren wir auch. So, jetzt muss ich aber finden. Boah, das wird bestimmt voll schwierig, ey. Bist du hier? Nee, hier bist du auf jeden Fall nicht. Bist du hier, Katja? Nee, hier bist du auf jeden Fall nicht, Katja. Ist schon ziemlich schwierig, weil... Wo könnte Katja sein? Ist sie doch hier? Ich weiß es nicht. Mal schauen und... Ja. Katja, ich hab dich gefunden. Ja, hast du mich gefunden? Hä, du bist da? Du hast mich nicht gefunden. Doch, klar, ich klicke da rein und da drinnen bist du. Wie hast du mich gefunden? Was? Ja, hä, voll gut, aber das Versteck kann ich gar nicht. Nee, ich bin da hingegangen und das sah mir irgendwie so verdächtig aus, weißt du? Und dann habe ich reingeklickt und da kann man dich ja tragen, weißt du? Von dem ganzen Brookhaven, fandest du genau das hier richtig verdächtig? Ja, tatsächlich, aber ich fand das wirklich verdächtig, muss ich ehrlich sagen. Du hast mir auch einen Tipp gegeben. Du meinst, du hast dich auch da, wir haben da noch uns nie versteckt. Da dachte ich mir so, okay, das müsste dann irgendwo außerhalb sein, weißt du? Du hast mir einen Tipp gegeben. Aha. Weißt du was? Du versteckst dich nochmal und gib mir diesmal keinen Tipp, okay? Okay, ich versuch's. Okay, dann bleib ich hier oben und dann. Du bleibst hier und ich gehe einfach nur irgendwo hin. Anders. Ja, okay, ich stumm mich mal wieder. Ich stumm mich einfach. So, Freunde, Katja glaubt wirklich, dass sie nicht weiß, wo sie ist. Das ist so cool. Aha, Katja geht da rein, also okay. Freunde, ich seh's gerade. Katja geht, okay, sie möchte da rein. Das ist so genial gerade, was ich mache. Wirklich, das ist, René, ich mache es nicht so einfach wie du. Mach eine Discord-Übertragung an. Ich mache es mir ein bisschen schwieriger. Hol mir ein zweites Handy. Ja, an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank an den Cutter, der mir dein Handy ausgeliehen hat. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus an dich. Wo ist sie? Ich habe jetzt nicht ganz aufgepasst, aber das ist ein Gebäude. Ah, okay, das ist pink. Ich weiß jetzt, wo es ist. Okay. So, Claudia, ich bin fertig. Ach, du bist fertig? Okay, dann suche ich dich jetzt. Gib mir am besten diesmal keine Tipps, Katja. Ich sag dir gar nichts. Ich sag dir gar nichts, Claudia, ehrlich gesagt. Ich sag dir gar nichts. Aber ganz ehrlich, da du dich eben draußen versteckst, das glaube ich, versteckst du dich jetzt drinnen. Weil, wir müssen wissen, Freunde, ich kenne ja Katja ein bisschen und... Du kennst mich nicht. Nee, du kennst mich gar nicht. Ich kenne dich gar nicht, warum machst du denn nicht? Nein, also ich meine, ich bin einfach schon viel schlauer als du. Ja, Esa, wenn ich mich verstecke eigentlich, ich glaube nicht wirklich, dass du... Also ich bin da ein bisschen 100.000 IQ. Ja? Ich bin ein bisschen anders unterwegs. Ich glaube nicht. Ja, okay. Ich bin gespannt. Du bist natürlich anders, ne? Du bist krass, ne? Wo könnte denn Katja wohl sein? Also richtig schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also, richtig, richtig, richtig schwierig, wo Katja ist. Warte, ich guck mal. Vielleicht finde ich dich ja doch. Ich muss mal... Katja, ist dein Ernst? Warum bist du schon wieder hier? Geh mal aus deiner Creator Cam raus, ja. Ich bin nicht meine Creator Cam.
Ja, geh mal raus. Tragen, genau. Ich hab dich einfach wieder gefunden. Ich dachte, das ist jetzt ein schlechter Scherz. Aber ich hab dir nicht mehr eingefallen. Wir sind ja im Private-Server. Hä, warum hast du denn so schlechte Verstecke? Was für schlechte Verstecke? Du bist doch... Du weißt bestimmt hier... Ich bin doch in die Texturen reingegangen. Ja, warte, aber... Prankst du mich schon wieder, oder warte mal? Nein, ich kann dich gar nicht pranken, weil ganz ehrlich, geh doch in Discord gucken. Guck mal, ja, ich bin gerade, ich hab grad Discord... Es war ja nicht so, dass es als wir René und dich mal so geprankt haben. Es war ja so, dass René dann quasi die Bildschirmaufnahme gemacht hat. Nee, hab ich aber nicht. Siehst du ja. Du hast es nicht. Ja, hab ich nicht. Aber warum bist du jetzt auf einmal so, guck doch mal in Discord rein. Sehr wahrscheinlich hast du auch irgendwas. Nein, Katja, weißt du was, Katja, komm, du hast noch einen Versuch. Ich geh wieder da hinten hin, ich guck nach unten auf den Boden. Du hast einen dritten Versuch, komm, versteck dich jetzt. Aber Katja, bitte gib dir mal ein bisschen mehr Mühe, was ist das denn? Ich will mir nicht mehr Mühe. Oh, Freunde, das ist das Coolste. Oh, ich muss ein bisschen leise sein, Freunde, sie hört mich ja drüben. Ich muss ein bisschen leise sein, Freunde, das ist so cool. Sie ahnt einfach gar nichts. Sie ahnt einfach gar nichts. Ich sehe die ganze Zeit, was Katja macht. Ich sehe es einfach. Wie cool ist das? Seid mal ehrlich, Freunde. Wie cool ist das? Das ist raffiniert. So, sie ist gerade... Oh, sie ist im Dinner gewesen. Okay. Sie geht gerade zum Motel. Okay. Ja, versteck dich mal weiterhin, Katja. Ja, mach das mal. Oh, das ist für dich ein gutes Versteck. Oh. Ja? Ja, was machst du denn da, Katja? Oh, aha. Freunde, das ist doch genial. Wisst ihr was, Freunde? Wenn René aus dem Urlaub zurück ist, soll ich dann René auch pranken? Was glaubt ihr? Schreibt gerne in die Kommentare. Soll ich mir auch was Fieses einfallen lassen? Ich meine, die haben mich ja beide geprankt. Und das ist nur ein Rache-Prank. Ist das ihr Ernst? Ist das ihr Ernst? So einfach? Okay. So, ich bin fertig. Ganz ehrlich, Freunde, ich kann ja Katja ein bisschen einschätzen. Ihr müsst wissen, wir verbringen ja viel Zeit hier im Gebäude miteinander, müsst ihr wissen. Immer stimmt mit dir nicht. Warum sagst du sowas? Und ich glaube tatsächlich, jetzt bist du an dem Ort Polizeipräsidium, Schule oder Krankenhaus. Ganz ehrlich, das kann ich mir vorstellen. Nö, dann bin ich nicht. Du warst draußen, da warst du in einem Store und jetzt bist du einer von den drei Orten, damit ich mir sicher. Oder halt Rathaus oder so. Aber ich entscheide mich mal fürs Krankenhaus, weil ich glaube ganz ehrlich, du könntest echt im Krankenhaus sein. Aber das Krankenhaus ist halt riesig. Da oben bist du wahrscheinlich dich, weil das hast du beim letzten Mal genommen. Ja, ich sehe hier noch nicht, Katja. Aha, krass, halt nicht finden. Finden es nicht halt einfach. Ja, doch. Ich guck mich gerade ein bisschen um. Ich denk mal gerade nach, so, wo könntest du sein? Also du warst jetzt in diesen Räumen tatsächlich, warst du nicht. Bist du vielleicht irgendwo beim Eingang oder so? Ich bin immer noch so nett und ich gebe einfach immer Tipps. Nein, gib mir keinen Tipp, Katja, alles gut. Alles gut. Ich finde dich schon. Also das ist relativ obvious, also das ist relativ easy. Eigentlich. Also ich bin im Plan. Ich weiß, dass du im Krankenhaus bist, Katja. Du bist 100%ig im Krankenhaus. Ja, Freunde, also irgendwie warst du nicht im Krankenhaus. Im Krankenhaus habe ich dich nicht gefunden, aber weißt du was? Krankenhaus, wir bleiben mal bei so Einrichtungen. Also, ich würde sagen, ich gehe mal zum Zahnarzt, weil ich könnte mir vorstellen, dass du auch beim Zahnarzt versteckt bist tatsächlich. Ich muss nur den Zahnarzt finden, so. Es gibt doch in Roblox, in Brookhaven einen Zahnarzt, oder Katja? Ich glaube schon, aber ob ich da drin bin, weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Nee. Ich gehe mal nach oben, vielleicht bist du ja hier, ich bin mir aber nicht sicher. Also, vielleicht bist du da oben! Ja. Das ist aber witzig. Warum? Woher weißt du das? Ich guck doch wirklich, ich habe gar keine Übertragung oder so. Ich habe nix. Woher weißt du das? Einfach nur so, Katja. Woher weißt du das? Nee, das ist doch nicht so. Das ist nicht einfach so. Du hast dich gerade eben noch so getan, so, ja, du bist im Krankenhaus. Hä? Weil ich mir so, jetzt kannst du mich nicht finden. Aber auf einmal irgendwie so, kommst du mal hier hin und dann, hä? Ja, warum aus allen Sachen sagst du jetzt einfach nur Zahnarzt? Warum? Ja, ich hatte so ein Gefühl, so eine Intention war das einfach. Was für Gefühl? Warum, du hast gar nichts. Warum hast du deine Nanoliefs an der Wand nicht an? Warst du bei mir im Studio oder was? Ja, die an der Wand vor dir, die oberen. Warum hast du die nicht an? Ich weiß es nicht, ich habe vergessen, die anzumachen. Warum? Woher weißt du das eigentlich? Warst du in meinem Studio? Wann warst du denn? Was? Nee. Hä? Was? Nee. Was meinst du, Katja? Was für nee? Warum? Wo bist du? Ja, Katja, sagen wir es mal so. Ich sehe dich die ganze Zeit. Du siehst mich die ganze Zeit? Die ganze Zeit sehe ich dich, Katja. Alter, was ist das? Katja, wie weißt du denn mal, wenn du deine Pflanzen gießt? Ja, ich sehe gerade, das sind erstmal Kurzpflanzen. Und das zweite Mal, was ist das? Das ist ein Handy, Katja, das ist dein Telefon. Das ist cool, oder? Das ist aber ein genialer Prank, oder? Das ist mir gelungen. Ja. Ja,
Alles klar, nee, Claudio, du bist der. Ja, ich habe die ganze Zeit geschummelt, Katja. So. Oh, das Bild ist jetzt weg. Mhm. Ja, Freunde. Jo. Mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war mein Rache-Prank an Katja. So, Freunde, schreibt in die Kommentare, wie kann ich mich an René rächen? Wie? Ich muss es noch klüger machen. Ich glaube, ich hole mir eine Spionagekamera oder so. Ich leg mich richtig ins Zeug. Denn René, du wirst auch noch deine Strafe bekommen. Ja, Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich sagen, hinterlasst dem Ganzen einen Daumen hoch. Und ja, ich sag Freunde. Nichts mehr dazu, ich sag nichts mehr dazu. Ja, Katja sagt nichts mehr dazu. Okay, ist auch, glaube ich, besser so. Ja, Freunde. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Nächsten Mal, genau. Ich hoffe, Katja nimmt mir noch gleich Videos auf. Ciao. Ciao.